Auch in diesem Jahr geht es an Weihnachten in der Kirche anders zu. Auch dieses Jahr 2021 stand weiterhin unter dem einen großen Schlagwort, Corona. Sie merken es, ich sage das nicht abgeklärt und gelassen. Mir geht Corona, wie Ihnen sicherlich auch, langsam auf die Nerven. Wie sich vor Corona schützen, wie gut ist die Boosterimpfung, wie hoch sind die Infektionszahlen, wie die Wirtschaft am Laufen halten, wie Weihnachten feiern trotz Corona. Corona, Corona, Corona. In jeder Schlagzeile, in allen Nachrichten. Plötzlich beherrscht eine Sache das Leben der Menschen total, ob sie es wollen oder nicht. In diesem Jahr, in unserer Zeit, ist es Corona. Damals, beim allerersten Weihnachten, war es das Wort Volkszählung. Der Kaiser Augustus in Rom verfügt, alle sollen sich in ihre Heimatstadt begeben, damit sie sich dort in Steuerlisten eintragen können. Bei uns wären das heute Impfregister. Volkszählung, ein Schlagwort damals. Und alle Welt, also auch pandemische Lage, muss sich in Bewegung setzen. Auch der junge Zimmermann Josef aus der kleinen Stadt Nazareth und seine Frau Maria. Maria ist hochschwanger, die Reise eigentlich viel zu anstrengend. Egal, die Teilnahme an der Volkszählung ist Pflicht. Bis hierhin ist die Geschichte von damals, unsere Geschichte von heute, gar nicht so unähnlich. Ein Thema und alle Welt ordnet sich ihm unter. Aber dann kommt alles anders. Die Kopfzeile verblasst, das große Thema der ganzen Welt tritt in den Hintergrund. Es geht nicht mehr ums große Ganze, um den Kaiser in Rom und seine Befehle. Es geht um dieses Paar, Maria und Josef, um die verzweifelte Suche nach einem Platz. Die ganze Aufmerksamkeit richtet sich auf ein Kind in Windeln, wehrlos und bedürftig. Die Schlagzeile ist nicht mehr wichtig. Die Hirten und später die Weisen aus dem Morgenland, sie finden das Kind nicht im großen Flutlicht der Weltgeschichte, nein, sie finden es in einem dunklen Stall, da, wo keine Schlagzeilen gemacht werden. Auch unser Leben spielt sich meist nicht auf den grell ausgeleuchteten Bühnen ab. Dennoch lassen wir unseren Blick meist von den großen Schlagzeilen leiten und richten ihn dann auf ein paar wenige, auf Politiker, Schauspieler, Experten, Prominente. Die Weihnachtsgeschichte hat eine andere Pointe. Gott selbst hat einen anderen Blick auf uns Menschen. Gott interessiert sich nicht für das Rampenlicht, für Macht, Geld, Einfluss, Expertenwissen. Er sieht dahin, wo wir leben. Ja, noch mehr, er kommt in unser Leben. Er kommt dorthin, wo du feierst, dich freust, aber auch wo du dich sorgst und dich sehnst nach einem Leben ohne das Virus. Gott kommt in diesem Kind uns ganz nah, nicht mal 1,5 Meter entfernt, viel näher, als uns ein Virus kommen kann. Er kommt in unser Herz und will es mit Liebe und Hoffnung füllen. Die Schlagzeilen von diesem Jahr werden irgendwann verdrängt, jedes Thema verblasst. Ja, Schlagzeilen und Themen kommen und gehen. Gott aber ist in Bethlehem zur Welt gekommen, um zu bleiben. Das feiern wir an Weihnachten. Gott ist gekommen, um zu bleiben.